Am 31. März ist der Welt-Backup-Tag. Ein guter Zeitpunkt, um mal zu schauen, worauf es bei einem guten Backup überhaupt ankommt. Viel Spaß! Hallo ihr Techies da draußen und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich bin letztens über einen Kommentar von einem von euch gestolpert. Und zwar, dass ein NAS kein Backup ist. Wer meine NAS-Reihe so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ich mich schon seit einiger Zeit mit NAS-Servern beschäftigt habe. Und ja, erklärt habe, wie man da seine Daten drauf sichert, wie man Festplatten austauscht und so weiter und so fort. Deshalb, ich dachte eigentlich, ich wäre auf der sicheren Seite, wenn ich so einen NAS-Server habe und da eben meine Time Machine Sicherungen drauf speichere. Aber als ich den Kommentar gelesen habe, dachte ich mir, ist da was dran? Ist ein NAS wirklich kein Backup? Wir können uns ja mal ganz kurz anschauen, was die Definition eines Backups ist. Laut der Webseite Storage Insider, man findet da quasi alles zu diesen Themen. Also wenn es einer weiß, dann wahrscheinlich die. Und die schreiben, Zitat, der deutsche Begriff für Backup ist Datensicherung. Hierbei handelt es sich um eine Kopie vorhandener Daten auf einem weiteren Medium, um sich vor Datenverlust durch Hardwareausfälle, Softwareprobleme, Naturkatastrophen oder Bedrohungen von außen wie Malware zu schützen. Gut, jetzt könnte man ja sagen, das NAS erfüllt erstmal alle diese Bedingungen. Immerhin kopiere ich ja meine Daten auf ein weiteres Medium, was nicht unbedingt mein Laptop ist. Aber weiter heißt es eben auch, da auch das Backup selbst nicht vor Datenverlust gefeit ist, das heißt, auch die Datensicherung kann schadhaft sein oder zerstört werden, benötigt man eigentlich immer mehr als eine Kopie. Die 3-2-1 Backup-Regel gilt als wirklich sichere Backup-Strategie. Wenn ihr jetzt auch über den Begriff 3-2-1 Backup-Regel gestolpert seid, dann willkommen im Club. Ich bin darüber nämlich auch gestolpert, beziehungsweise ich habe schon mal davon gehört, wusste aber nicht so ganz, was das bedeutet. Deswegen steigen wir jetzt hier mal rein. Was ist denn ein wirklich gutes Backup? Die 3-2-1 Backup-Regel besagt eigentlich nichts anderes als 3 Datenkopien, 2 Medien und ein externes Backup. Geprägt wurde dieses Konzept, das heute als ja, die goldene Regel der Datensicherung gilt, durch den US-amerikanischen Fotografen Peter Kroc. Als allererstes brauchen wir also 3 Datenkopien, damit im Ernstfall eben nichts verloren geht. Die Rechnung dahinter ist eigentlich ziemlich simpel, wenn man sie mal verstanden hat, weil je mehr Datenkopien man von einem Backup hat, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben seine Daten verliert. Klingt logisch, ne? In dieser 3-2-1 Backup-Regel heißt es weiter, dass man seine Sicherung auf 2 verschiedenen Medien sichern soll. Warum? Naja, verschiedene Speichertechnologien und Medientypen weisen eben auch unterschiedliche Fehleranfälligkeiten auf. Indem eben Daten und ihre Kopien auf unterschiedlichen Medientypen gesichert werden, verringert man eben auch ja, die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlustes. Und der dritte Punkt der 3-2-1 Backup-Regel besagt eben, dass man sein Backup an einem externen Speicherort ablegen soll, an einem externen Standort. Wenn hier irgendeine Katastrophe passiert und alle meine Backups an einem Ort liegen, ja, dann sind halt auch alle gleich geschädigt. Daher solltet ihr ein Backup auch immer stets irgendwo extern aufbewahren. Und das kann auch jegliches Speichermedium sein, eurer Wahl, also zum Beispiel auf einer externen Festplatte in der Cloud ist zum Beispiel auch ein externer Standort oder auch ein anderes NAS, wenn ihr lustig seid. Da ja jetzt am 31. März der Welt-Backup-Tag ist, dachte ich, ich nehme das mal zum Anlass, um meine Backup-Strategie mal zu hinterfragen und zu überarbeiten. Wir wissen jetzt also, was ein gutes Backup ist, wenn wir uns an diese 3-2-1 Backup-Regel halten. Ich habe auch noch einen anderen Kommentar zu diesem Thema gefunden. Und zwar hat mir noch jemand geschrieben, dass ja, alles in einem verschlüsselten Backup abzulegen, eben auch kein Backup ist. Ich habe in der Vergangenheit nämlich den Fehler gemacht, dass ich meine gesamten Daten in einem Time Machine Backup, in einer Time Machine Sicherung, ich finde das Wort irgendwie schöner. Ich habe eben alles darüber gesichert und auf mein NAS hochgeladen. Und als dann im letzten Jahr mein MacBook Pro ja, den Geist aufgegeben hat und ich nicht sofort ein Ersatzgerät hatte, stand ich halt blöd da, weil Time Machine natürlich Apple-spezifisch ist und ich die nicht unter
ja, ich kann diese Sicherung einfach nicht unter Windows auslesen und kam dementsprechend nicht an meine Daten ran. Also, ich lerne aus meinen Fehlern, ein verschlüsseltes Time Machine Backup bringt mir nichts, wenn, ja, ich nicht sofort ein Apple-Gerät wieder zur Hand habe. Dementsprechend habe ich meine Backup-Strategie jetzt ein bisschen überarbeitet und vielleicht könnt ihr ja da für euch auch was mitnehmen. Und ich habe dazu jetzt die 3-2-1 Backup-Regel angewandt. Und zwar habe ich zuallererst mal, ja, ein verschlüsseltes Time Machine Backup auf eine Festplatte abgespeichert, aber auch meine wichtigsten Daten, die habe ich auch unverschlüsselt darauf abgelegt. Diese Daten sind also nicht in einem Time Machine Backup gefangen, sondern liegen unverschlüsselt darauf, sodass ich dann auch im Ernstfall unter Windows daran kommen könnte. Und diese externe Festplatte liegt bei meinen Eltern. Und die könnten mir das dann schicken, wenn mein MacBook, ja, vielleicht wieder den Geist aufgeben sollte. Ich drücke die Daumen, dass es nicht passiert. Aber für den Ernstfall wäre ich dann schon mal abgesichert. Und es liegt an einem externen Standort. Und immer wenn ich meine Eltern besuchen fahre, könnte ich eben dieses Backup erneuern, die wichtigsten Daten wieder rüberspielen, sodass man da eben dann, ne, immer auf dem neuesten Stand bleibt. Dann werde ich natürlich meinen NAS-Server immer noch weiterhin benutzen, auch wenn wir jetzt gleich gelernt haben, dass ein NAS-Server kein vollwertiges Backup darstellt. Ich denke aber, mit dieser Backup-Strategie ist das ein ganz guter Plan. Jedenfalls werde ich auf meinem NAS weiterhin eine verschlüsselte Time Machine-Sicherung ablegen. Warum soll ich diese Sicherungsmöglichkeit, die ja von Apple hier integriert wurde, die ja doch sehr komfortabel ist, nicht auch nutzen? So, deshalb werde ich das weiterhin dort ablegen, aber ich werde auch unverschlüsselte Daten, die nicht in einem Time Machine Backup, in einer Time Machine Sicherung drin sind, auch dort ablegen. Also wie bei der externen Festplatte werde ich auch hier meine wichtigsten Daten auf dem NAS ablegen, sodass ich dann eben auch von Windows da dran kommen könnte oder auch von jedem anderen Laptop, PC, whatever. Und dann dachte ich mir, ich gehe jetzt noch den Weg in die Cloud und lege da auch nochmal meine wichtigsten Daten ab. Mit den wichtigsten Daten meine ich übrigens so Sachen, ne, wie meine Videobearbeitungsdaten, weil das brauche ich halt wöchentlich. Und das wäre einfach blöd, wenn ich darauf nicht mehr zugreifen kann, weil dann läuft das hier alles nicht mehr. Von der Cloud aus kann ich ja dann auch von überall darauf zugreifen, also egal von welchem Gerät und egal von welchem Standort. Ich habe mich dagegen entschieden, dass ich da wirklich immer vollwertige Sicherungen von 400, 500 Gigabyte in die Cloud hochlade, weil das einfach unfassbar viele Datenmengen sind, da ja auch sensible Daten dabei sind, was ja bei der Cloud immer so ein bisschen, ich habe da einfach ein komisches Bauchgefühl, wenn ich da sensible Daten von mir in die Cloud hochjage, weil das halt eben einfach, die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf diese Daten, die steigt halt einfach, wenn das alles in der Cloud liegt. Man kriegt ja bei jedem Cloud-Anbieter meistens immer so einen, weiß ich nicht, so einen kleinen Rahmen von Gigabyte, den man nutzen kann. Und wenn das dann darüber hinausgeht, dann muss man halt dafür zahlen. Und wenn das Ganze dann auch noch verschlüsselt werden soll, muss man nochmal was oben drauf legen. Deshalb also wichtige, aber unsensible Daten einfach in die Cloud ablegen. Und auch da habe ich dann einen externen Standort in den Wolken. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie ein Backup-Plan für euch aussieht. Habt ihr da eine Strategie, die ihr verfolgt? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und dann denkt dran, 31. März, Welt-Backup-Tag. Kümmert euch um euer Backup, weil sonst kein Backup, kein Mitleid, ne? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf und auf eure Daten und macht's gut.